Ja, wirklich, es waren 100 Eier, aber Sie haben nur 60 notiert. Also nehmen Sie die halbe Bestellung unten auf der Liste. Morgen muss geliefert werden, sonst wenden wir uns dann jemand anderen. Hallo Friedrich. Oh, einen Moment, ich melde mich wieder. Na, wie war es denn in New York? Miami. Was geht dir eigentlich vor? Der Lieferant bringt alles durcheinander. Dabei habe ich in die Liste haargenau durchgesagt. Moment, Moment. Welcher Lieferant? Worum geht es? Es geht um die Catering-Firma. Charlotte hat mich mit der Logistik beauftragt. Ich verstehe nicht ganz. Wir haben eine Catering-Firma. Wir kümmern uns um die Gastronomie bei Hochzeiten, Geburtstagen und Betriebsfesten. Friedrich, du bist 81, Charlotte 65. Ich finde, jetzt übertreibt dir. Das ist doch nicht so schlimm. Du hast doch nichts dagegen, oder? Oh, nee, überhaupt nicht. Ich habe nur einen anstrengenden Flug hinter mir. Und heute ist mein letzter freier Tag, aber... Also mich stört das nicht, wenn du hier bist. Friedrich, ich habe auch sowas wie ein Privatleben. Du bist doch sowieso die ganze Zeit in der Klinik. Willkommen zu Hause. Herr Professor? Guten Morgen, Schwester Asu. Na, wie geht es Ihrem Rücken? Danke, viel besser. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken. Ich meine, für die Operation. Ach, das ist nicht nötig. Das ist mein Job. Trotzdem, es ist super gelaufen. Danke. Gerd, ja. Ich habe Sie schon überall gesucht. Gerade ist ein Patient mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen worden. Sein Freund Karl. Bitte? Ja, schwerer Autounfall. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. War Elsa bei Bewusstsein? Nein. In der Sono konnte ich eine Schrumpfniere erkennen. Er hat nur eine Niere, die zweite hat sich nie entwickelt. Kennen Sie den Patienten? Ja, ist ein alter Freund von mir. Das Problem ist nur, die rechte Niere hat schwere Quetschung, sieht schlimm aus. Er hat sich einige Rippen gebrochen und erlitt einen ziemlich hohen Blutverlust. Und er hat Blut im Urin. Kreislauf stabil? Nein. Dann muss er sofort operiert werden. Schon angeordnet. Die Niere ist nicht mehr durchblutet. Hier, der Gefäßstiel ist ausgerissen. Das konnte man vorhin beim Ultraschall nicht erkennen. Nur ein ausgedehntes retroperitoneales Hämatom. Klemme. Herr Professor, es lässt sich nicht reanastomisieren. Ich denke... Es hilft nichts. Wir müssen die Niere entfernen. Er muss an die Dialyse. Die Niere können wir zwar nicht mehr retten, aber immerhin sein Leben. Bitteschön, Ihr Tee mit Milch und Zucker. Danke. Wenn Sie noch irgendwas brauchen, ich bin draußen, aber der Professor kommt bestimmt gleich. Ah, da ist er schon. Hallo. Gernot. Wir werden so wiedersehen. Wie geht es, Karl? Mach dir keine Sorgen. Er ist zwar schwer verletzt, aber vorerst ist er über den Berg. Komm, setz dich. Als ich gehört habe, er ist auf der Autobahn verunglückt, da... Er kam aus unserem Ferienhaus auf Hiddensee. Durch den Unfall ist seine einzige Niere irreparabel verletzt worden. Er muss an die Dialyse. Karl wird sein Leben lang auf eine künstliche Niere angewiesen sein. Bitte setz dich doch. Heißt es, er muss wieder ganz in Leipzig leben? Ich meine, seit seiner Pensionierung, da wohnt er fast nur noch in unserem Ferienhaus. Auf Hiddensee gibt es leider kein Dialysezentrum und das kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Was ist mit einer Spenderniere? Käme ich vielleicht als Spenderin in Frage? Das kann ich so nicht sagen. Wir müssen dich testen. Du wärst also zu einer Spende bereit? Ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich wäre es das Beste. Du bist eine wunderbare Frau. Karl ist wirklich zu beneiden. Er wird in ein paar Stunden aus der Narkose aufwachen. Wenn es dir recht ist, können wir die Tests vorher durchführen. Bitte gern und sei so lieb und sag Karl nicht, dass ich mich testen lasse. Ist irgendwas? Nein, wir haben nur ein paar Probleme, wie andere Ehepaare auch.
bin wieder da. Ach, du bist wieder zurück. Mensch, hab ich dich vermisst. So, so. Wie war der Kongress? Du bist sicher froh, wieder zu Hause zu sein, oder? Naja, wie man's nimmt. Wir müssen reden über deine Firma. Ja, ich weiß, ich hatte in der letzten Zeit so viel um die Ohren. Ich bin nicht mal dazu gekommen, dir einen Begrüßungskuchen zu backen. Kongress. Entschuldigung, ich muss mich um meine Kundschaft kümmern. Später. Bitte? Eine Tasse Kaffee, bitte. Ja. Setz dich erst mal. Ich will was zu trinken. Was möchtest du? Bring mir ein Wasser drin. Ein schöner Tag heute, nicht? Wie man es nimmt. Mein Mann hat einen Unfall. Oh, es tut mir leid. Entschuldigung. Es ist eine Katastrophe. Er muss an die Dialyse. Ich weiß, wovon Sie sprechen. Ich hänge selbst schon seit vielen Jahren an der künstlichen Niere. Sie haben sozusagen eine Spezialistin vor sich. Darf ich mich vorstellen? Ella Krause. Heidrun Elsner. Haben Sie nie an eine Spenderniere gedacht? Natürlich. Ich stehe schon seit vielen Jahren auf der Warteliste von Menotransplant, aber wissen Sie, es gibt eben viele Menschen, die brauchen eine Niere dringender als ich. Mein Mann kam als Spender leider nicht in Frage. Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn anfangen würde. Ganz recht. Danke, mein Lieber. Wir haben letztes Jahr silberne Hochzeit gefeiert. Wie lange sind Sie schon verheiratet? 30 Jahre. Ihr Mann wird Sie jetzt sehr brauchen. Können Sie das sagen? Ja. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Danke. Karl. Ja, Mann. Ich habe wohl einen Schutzengel gehabt. Überhaupt nicht verändert. Die gesunde Natur hält einen alten, kauzigen Wissenschaftler wie mich eben jung. Wie lange muss ich denn noch an dem Apparat hängen? Karl, ich will offen sein. Wir mussten deine Niere entfernen. Das ist jetzt nicht akut lebensbedrohlich. Aber du musst in Zukunft dreimal wöchentlich an die künstliche Niere. Wie lange? Bis ans Lebensende. Das ist keine Alternative. Mit einer Peritonealdialyse könntest du flexibler leben. Aber damit hättest du einen offenen Eingang in die Bauchhöhle und das erhöht die Infektionsgefahr. Ist das alles, was du mir anbieten kannst? Es gibt noch die Möglichkeit einer Nierenspende. Ich habe dich auch schon beim Minotransplant angemeldet. Lass mich jetzt bitte allein. Karl, ich weiß, es ist sehr schwer für dich. Heidrun, warte draußen. Ich will jetzt niemanden sehen. Morgen wirst du auf die Normalstation verlegt. Er hat es sehr schwer aufgenommen. Ich habe ihn seit 2 Monaten nicht gesehen. Was für ein Tag. Das Abendessen kommt sofort. Och, Häppchen, ausgerechnet. Du solltest froh sein, dass es überhaupt was zu essen gibt. Auf Häppchen kann ich sehr gut verzichten. Übrigens, das hier kann über Nacht nicht stehen bleiben. Das muss alles runter in den Keller. Ich bin nur nicht dein Laufbursche. Guten Abend. Also was die Lieferung morgen betrifft, die lasse ich in die Cafeteria bringen. Du lässt was? Will keiner rangehen? Du bist für Logistik verantwortlich. Wo ist denn das Telefon? Ich mach das sowieso alles falsch. Kreuzer? Friedrich, für dich. Du kann das doch nicht weitergehen. Nee, wirklich nicht. Heidrun, schön, dass du da bist. Ingrid. Oh. Sag mal, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Als du mit Gernot bei uns den Urlaub verbracht hast. Wohnt ihr immer noch in dem schönen Haus?
Hat Gernot nichts erzählt? Was? Nun, wir sind nicht mehr zusammen. Ihr wart doch immer so glücklich. Mhm. Für eine Weile waren wir das wohl auch. Morgen. Ja, gerne. Guten Morgen, gerne. Sind das Haltungstestergebnisse? Ja, ich muss los. Arbeitest du immer noch in der Uni? Ja, aber ich habe mir für eine Woche freigenommen. Das ist gut. Karl wird dich brauchen. Und? Negativ. Was heißt das? Ich erwarte heute noch einen Anruf von Minotransplant. Die Warteliste ist zwar sehr lang, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass Karl eine Spenderniere bekommt. So, Herr Elsner. Hier wird es Ihnen bestimmt besser gefallen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Karl. Ich hatte dich nicht darum gebeten. Ich weiß. So, bitteschön. Lass das bitte. Brauchen Sie noch was? Nein, danke. Karl, wir müssen miteinander reden. Vor 2 Monaten wolltest du das nicht, oder hast du unseren Streit vergessen? Habe ich nicht. Du willst auf Hiddensee leben und ich will in Leipzig bleiben. Du hättest mitkommen können. Sicher, und meine Stellung an der Uni aufgeben. Lass uns nicht wieder miteinander streiten. Karl, eine künstliche Niere ist doch nicht das Ende der Welt. Wie bitte? Soll ich meinen Forschungen als Behinderter nachgehen? Ja, das Einzige, was dich noch interessiert, ist deine geliebte Vogelkunde. Die ist doch nicht mehr zu helfen. Ich komme heute Nachmittag nochmal. Hast du ihm von dem Testergebnis erzählt? Keine Spenderniere. Die Chancen stehen gleich null. Heißt das, dass ich nicht mehr auf der Insel leben kann? Es wäre besser, wenn du nach Leipzig zurückkämst. Dann kann ich ebenso gut tot sein. Achim! Hey! Morgen. 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 Wie war dein Kongress? Ach, erzähl ich dir später. Sag mal, hast du heute nicht Spätschicht? Ich hab's zu Hause nicht ausgehalten. Ich hab den Eindruck, die beiden werden langsam verrückt. Wieso? Diese Schnapsidee mit der eigenen Catering-Firma, die haben aus meinem Wohnzimmer ihre Lagerhalle gemacht. Das reinste Tohuwabohu. Dann bin ich zurück, möchte ich am liebsten schon wieder weg. Echt? Manchmal wünschte ich mir, endlich alleine zu leben. Ohne Charlottes Fürsorge, gewaschene Wäsche, sauberer Fußboden, voller Kühlschrank. Sag genau der Richtige. Ich bin nicht so ein Nesthocker wie Achim. Ich lebe mein eigenes Familienleben. Logisch? Moment. Für dich? Kreuzer? Hallo? Weiblich. Volltreffer. Sie ist, Herr Professor, darf ich Sie fragen, wie es Ihrem Freund, Herrn Elsner, geht? Seine psychische Verfassung ist äußerst labil. Ich mache mir große Sorgen. Wie stehen die Chancen für eine Lebensspende? Seine Frau kommt leider als Spenderin nicht in Frage und Kinder haben sie auch keine. Wie wäre es mit einer Crossover-Spende? Eine Überkreuzspende zwischen 2 Paaren. In Deutschland ist diese Methode vom Gesetz her nicht erlaubt, aber in der Schweiz wird sie praktiziert. Soviel ich weiß, ist sie bei uns nicht ausdrücklich verboten. Es ist eine Frage der Gesetzesauslegung. Für jede Lebensspende muss vor einer Fachkommission nachgewiesen werden, dass der Patient und der Spender eine besondere persönliche Bindung haben. 2 Paare, die sich zu so einem Schritt entschließen, ist das etwa keine persönliche Bindung? Fontano, wenn es uns gelingt, in Deutschland ein Ehepaar zu finden, das von seinen Werten her für eine Überkreuzspende mit den Elsners in Frage kommt, dann würde ich den Gang vor die Kommission wagen. Setz dich doch. Danke. Ich habe hier ein paar Sachen für Karl. Kannst du sie ihm bitte geben? Ja, natürlich. Es ist nur seine Post und ein paar Zeitschriften. Ingrid,
Karl und ich, wir leben eigentlich nicht mehr zusammen. Eigentlich? Naja, er ist meistens auf Hiddensee. Und wenn wir zusammen sind, dann streiten wir jeden Tag. Und jedes Wort, das zwischen uns fällt, ist eine Verletzung. Ich weiß nicht, wie das dazu kommen konnte. Das war früher nicht so. Ja, aber jetzt musst du mehr Geduld mit ihm haben. Weißt du, Karl befindet sich in einer Situation, mit der er noch nicht fertig wird. Dass ihm erst was Schlimmes passieren muss. Ja, aber vielleicht ist es auch eine Chance für einen Neuanfang. Das glaube ich nicht. So viele Scherben kann man nicht kippen. Entschuldigung, Heidrun, ich möchte dich gerne einen Augenblick sprechen. Ja. Ja, dann bringe ich jetzt weiter. Danke. Hast du schon mal etwas von einer Überkreuzspende gehört? Nein. Es funktioniert so. Wir suchen ein Paar, das sich in der gleichen Lage befindet wie du und Karl. Du kommst für Karl als Spender nicht in Frage. Der Partner oder die Partnerin des anderen Dialysepatienten kommt ebenfalls als Spender nicht in Frage. Dafür aber für Karl. Und im Gegenzug müsste ich meine Niere, falls du geeignet sein solltest, dem anderen spenden. So ist es. Und das nennt man Überkreuzspende. Ja, aber warum sollte ich einem Wildfremden meine Niere spenden? Indirekt spendest du für Karl. Ich verstehe dich nicht. Warum hast du dich testen lassen? Das frage ich mich jetzt auch. Wahrscheinlich habe ich gehofft, dass... Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Wie konnte das bloß passieren? Wahrscheinlich hast du die Rechnungsadresse mit der Lieferadresse verwechselt. Was kann ich denn dazu, dass der Lieferant ein Hornochs ist? Ja, zumindest hättest du die Lieferbestätigung überprüfen müssen. Ich hätte das jedenfalls getan. Na, dann mach es doch. Dann mach es doch. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Kann man dir denn nicht wenigstens eine kleine Aufgabe übertragen? Machen wir hier demnächst auch noch ein Import-Export-Lager auf, oder was? Morgen ist alles wieder weg. Wer hatte denn die Schnapsidee, das Zeug hier hinliefern zu lassen? Friedrich, warst du das? Nein, das war die Schuld des Lieferanten. Gesagt, ist mir doch völlig egal, wessen Schuld das war. Mein Haus ist doch kein Lebensmittellager. Wie gesagt, morgen. Wir brauchen übrigens noch ein Zimmer für unser neues Büro. Seid ihr jetzt völlig übergeschnappt? Nee, also so geht's nicht weiter. Entweder ihr geht oder ich. Schon gut. Übrigens könntest du ein bisschen helfen. Körperliche Arbeit ist gut für die Seele. Hallo, Karl. Ich bin auf dem Weg nach Hause und wollte noch mal bei dir vorbeischauen. Ich dachte mir schon, dass du noch wach bist. Wie geht's dir? Ich grübele die ganze Zeit über diese Überkreuzspende. Warum sollte sich Heidrun darauf einlassen? Nun, sie war bereit, für dich eine Niere zu spenden. Was? Das wusste ich nicht. Würdest du das auch für Heidrun tun? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Du bist 30 Jahre mit ihr verheiratet. Was heißt das schon, Gernot? Mit der Zeit gewöhnt man sich aneinander. Und dann merkt man, dass man alt geworden ist. Und dann fragt man sich, war das alles? Du sprichst von einer Midlife-Crisis und nicht von einer Ehekrise. Ich wäre froh, wenn ich jemanden hätte. Karl, sie liebt dich. Und du? Liebst du sie auch? Das spielt nun keine Rolle mehr. Wir haben unsere Ehe systematisch kaputt gemacht. Ich bin allerdings nicht ganz unschuldig daran. Bitte sprich mit ihr. Die Paare müssen natürlich bereit sein, ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Und wie finden Sie die passenden Daten? Ich rufe einfach meinen Freund Paul an und der gibt mir alles. Was ist mit dem Datenschutz? Ertappt. So einfach geht das natürlich nicht. Das läuft alles über Menotransplant. Hallo? Hallo, Arso. Ich gehe in die Cafeteria. Soll ich was mitbringen? Ah, unbedingt. Egal was. Gut. Süße, ich kann jetzt leider keine Mittagspause machen. Das sind die aktuellen Werte von Frau Krause.
Wir haben einen neuen Patienten, einen Zirkusartisten. Also nicht jetzt. Nur ganz kurz. Also dieser Zirkusartist teilt sich zufällig sein Zimmer mit einem Kollegen von früher. Mhm. Und stell dir vor, sie sind beide wegen einer Gallenkolik da, in derselben Klinik. Ist das nicht ein verrückter Zufall? Mhm. Die haben nur Unsinn im Kopf. Heute Morgen zum Beispiel haben sie mit Frühstücksbrötchen jongliert. Das gibt's doch nicht. Also, du bist einfach die Beste. Hallo. Möchtest du dich nicht setzen? Nein, ich bleibe lieber stehen. Wie geht es dir? Heidrun, ich habe die ganze Nacht über uns nachgedacht. Mir ist bewusst geworden, wie sehr... Ich habe auch nachgedacht, Karl. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Am besten, wir verkaufen das Haus in Leipzig und jeder nimmt sich eine eigene Wohnung. Du bist frei, Karl. Ich lass dich gehen. Heidrun! Überall habe ich recherchiert. Nur nicht hier in der Sachsenklinik. Da soll einer drauf kommen. Also, dass wir hier fündig werden. Gut gemacht, Brentano. Wie gehen wir vor? Ich möchte erst mit dem Ehepaar Elsner sprechen. Gut. Wirklich gut gemacht. Krank ist, da braucht er mich. Ich mache mir doch nur was vor. Das hat doch keinen Sinn. Ich muss es dir dennoch sagen. Wir haben ein passendes Spenderpaar gefunden. Tut mir leid, Gern. Ich kann das nicht. Es ist vorbei. Du bist frei, hat sie gesagt. Stell dir das vor, Gernot. Ich habe alles falsch gemacht. Das Gespräch mit dir die ganze Nacht habe ich darüber nachgedacht. Ich habe Heidrun von mir weggestoßen. Wie soll ich ihr jetzt verdenken, dass sie geht? Nun ist es zu spät. Ich bin frei. Habe an diesen Apparat gekettet. Was ist das noch für ein Leben? Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Karl. So, Herr Elsner. Nehmen Sie es bitte wieder mit. Cappuccino? Charlotte, es tut mir leid. Ich habe gestern überreagiert. Damit das klar ist, ab jetzt erledige ich sämtliche Arbeiten für die Catering-Firma in der Cafeteria. Du musst nicht einmal merken, dass es mich gibt. Ach, darum geht's doch eigentlich gar nicht. Weißt du, als ich weg war, da habe ich über vieles nachgedacht. Es wird Zeit, dass sich einiges in meinem Leben ändert. Klar doch. So alte Knacker wie Friedrich und ich, die müssen dir ja irgendwann mal auf die Nerven gehen. Ich muss endlich alleine leben. Willst du uns etwa rausschmeißen? Quatsch! Aber wir müssen eine Lösung finden. Was ist los, Achim? Hattest du es nicht immer gut bei uns? War es nicht schön zu Hause? Fehlt dir was? Oder hat das was mit dieser Imke zu tun? Sie musste leider die Verabredung mit dir absagen. Bitte? Ich sollte es dir ausrichten. Charlotte, ich hätte gerne einen Cappuccino. Kenne ich Imke? So viel zum Thema Privatleben. Ich verstehe Sie nicht, Herr Kollege. Sie kennen doch das Gesetz. Die Überkreuzspende ist in Deutschland verboten. Sie ist nur aus Gründen der Rechtsauslegung nicht möglich. Als Spender und Patient keine innige persönliche Bindung nachweisen können. Worauf wollen Sie hinaus? Nun, die Überkreuzspende an sich ist nicht verboten, oder? Wir wollen hier nicht über die Spitzfindigkeiten der Gesetzesauslegung diskutieren. Theoretisch, rein theoretisch, wäre eine Überkreuzspende möglich. Aber schon eine normale Lebensspende ist ein diffiziles Unterfangen. Das wissen Sie doch, Herr Kollege.
Das weiß ich. Tag. Darf ich? Ja. Schokolade, danke. Ich wollte sie nicht alleine essen. Wie geht es Ihrem Mann? Gut. Und Ihre Frau? Ich hatte sie gerade zu ihrem Dialysetermin gebracht. Da sah ich sie hier sitzen. Ich wollte eigentlich zu Professor Simoni. Sie waren so in Gedanken. Würden Sie einem Fremden eine Niere spenden? Spielen Sie auf eine Überkreuzspende an? Ja. Wir hatten uns das auch schon überlegt. Aber die Behandlung der Schweiz ist einfach zu teuer. Und als Besitzer eines kleinen Buchladens fehlt mir das nötige Kleingeld. Aber wenn ich könnte. Das würden Sie für Ihre Frau tun? Ich würde Ella ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Ich kenne das Gedicht. Meine Frau ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, ohne sie zu sein. Wir sind ein gutes Team. Eben wie ein altes Ehepaar. Aber Sie kennen das ja. Sie sind ja auch so lange verheiratet. Nicht jede Liebe wächst mit den Jahren. Ehe man sich versieht, ist das Feuer erloschen. Vorbei, verjährt. Dann nimmer vergessen. Ich hatte einen Traum. Mein Mann und ich, wir waren zusammen in einem Zimmer. Ich wollte auf ihn zugehen. Doch da war eine Wand wie aus Glas. Ich habe dagegen gepocht. Aber er hat mich nur angesehen. Wie eine Fremde. Ah, es geht gleich los, Frau Krause. Seien Sie ganz entspannt, Herr Elzner. Herr Elzner? Ihre Frau und ich, wir haben uns kennengelernt. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen davon erzählt hat. Ich bin Ella Krause. Wir sind sozusagen Leidensgenossen. Ziemlich unangenehmes Gefühl, nicht wahr? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, mich jemals daran zu gewöhnen. Ich habe ein Nierenleiden. Liegt in der Familie. Ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt, aber als es dann soweit war, ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Am Anfang ist es am schwierigsten. Alles in Ordnung? Ja, ja. Mein Bein ist nur eingeschlafen. Machen Sie sich ruhig schon mal bereit. Ja, danke. Ich bin gleich wieder da. Diese Abhängigkeit, die kommt sich vor wie ein Invalide. Ja, einfach so mal wegreisen, das geht nur nicht mehr. Alles muss bis ins kleinste Detail geplant werden. Urlaub, Beruf, Dialyse. Aber irgendwie geht's immer. Den nötigen Optimismus haben Sie ja. Gott sei Dank hat mir meine Familie nicht bloß die Krankheiten vererbt. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ornithologe, außer Dienst. Sie kommen wohl davon nicht los. Berufskrankheit. Wenn Sie zur Abwechslung mal was anderes lesen wollen. Mein Mann und ich, wir haben eine Buchhandlung. Ich muss gestehen, meistens lese ich nur Fachliteratur, aber hätte nichts gegen einen guten Krimi. Krimi-Liebhaber. Meine heimliche Leidenschaft. Oh. Ist alles in Ordnung? Mein Bein. Warten Sie, ich hol die Schwester. Schwester Yvonne? Schwester Yvonne? Herr Elzner? Mein Bein. Es tut zu weh. Es ist ganz kalt. Und? Arnach hat seine Position sehr klar gemacht. Ohne ein befreundetes Spenderpaar haben wir kaum eine Chance. Aber wir könnten doch behaupten... Denken Sie das nicht einmal, Brentan. Na gut, aber werden Sie die Überkreuzspende jetzt fallen lassen? Aber nicht doch. Wir werden es weiterhin versuchen. Professor Simoni, es gibt Komplikationen bei Herrn Elzner. Hat unsere Frau noch? Ja, lass mich das doch machen. Tja, dann geh ich mal. Bis dann.
Tschüss, Abend, schönen Abend noch. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Musst es ihm nicht unbedingt einen schönen Abend wünschen? Ja, Leute, damit müssen wir uns abfinden. Wenn Arim sein Haus verkauft, das ist sein gutes Recht. Das ist es eben nicht. Das ist ebenso gut auch mein Zuhause. Und jetzt werden wir einfach auf die Straße gesetzt. Das werden wir nicht. Wir ziehen einfach um. Davon geht doch die Welt nicht unter. Ich will aber nicht umziehen. Was ist mit Karl? Ihr musstet ihn operieren? Ja, ein kleiner Eingriff. Es hatte sich eine arterielle Embolie im Bein gebildet. Wahrscheinlich hat sich der Thrombus gelöst durch das Unfalltrauma. Wir haben ihn mit dem Katheter entfernt. Und es geht ihm wieder gut? Ja, mach dir bitte keine Sorgen. Es war ein Routine-Eingriff. Du kannst ganz beruhigt nach Hause fahren. Kann das wieder passieren? Ich meine, hat das irgendeine negative Auswirkung auf eine mögliche Transplantation? Nein. Das hat damit nichts zu tun. Ich danke dir, Gernot, für alles, was du getan hast. Immer noch hier? Ja, ich bin im Recherchieren. Es muss einen Ausweg für Karl geben. Andere Menschen müssen sich auch mit einem Leben an der Dialyse arrangieren. Du kennst doch Karl. Wie soll er sich mit diesen Abhängigkeiten abfinden? Ich suche einen ähnlichen Fall. Ich muss einen Präzedenzfall schaffen. Und was sagt Heidrun dazu? Ja. Sag mal, Und da beharrst du auf dieser Transplantation? Gerald, entschuldige, es tut mir leid, aber ich verstehe dich nicht. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Soll ich zu Karl sagen, so, das war's, und wir gehen zur Tagesordnung über? Ja, aber du kannst doch niemanden zwingen zu spenden. Außerdem, ich habe den Eindruck, dass diese Ehe nicht gerade glücklich ist. Ich glaube, diese Liebe ist es wert, gerettet zu werden. Um unsere Liebe hast du damals nicht gekämpft. Hallo, Gernot. Kann ich dich mal einen Augenblick sprechen? Ja, natürlich. Ja, ich muss wieder an die Arbeit. Gernot, ich habe mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, ich hätte dich nicht so bedrängen dürfen. Ich gebe mein Einverständnis zu der Überkreuzspende. Ich habe noch nie alleine gelebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Noch nie. Ich muss jetzt ein Ende haben. Darum werde ich mir eine eigene Wohnung suchen. Kannst du dir das leisten? Eine Wohnung und ein Haus? Ja. Ich werde das Haus verkaufen müssen. Was willst du? Ja, wissen denn Charlotte und Friedrich schon davon? Ja, deshalb redet Charlotte doch nicht mal mit mir. Was wird denn dann aus den beiden? Sie wird auch eine kleinere Wohnung suchen müssen. Du bist aber auch egoistisch. Du kannst doch nicht deine Familie fallen lassen, bloß weil sie dir auf die Nerven geht. Also, Rona, du weißt doch ganz genau, dass das nicht der Grund ist. Du bist gerade ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe ein Recht auf ein Privatleben, verdammt nochmal. Ja, schon. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Danke. Wieder besser. Sie hat mir gestern einen tüchtigen Schrecken eingejagt. Darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen? Horst Krause. Freut mich. Ich habe was für Sie. Oh. Blutige Lügen. Mord in Spanien. Hartmann ermittelt. Klingt vielversprechend. Was bin ich Ihnen schuldig? Nicht der Rede wert. Das sind Ansichtsexemplare. Oh, vielen Dank. Guten Morgen allerseits. Schön, dass Sie auch da sind. Morgen, Karl. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Ich habe mit dem Ehepaar Elsner über die Möglichkeit einer Überkreuzspende gesprochen. Und nun hat sich zufälligerweise ein passendes Spenderpaar gefunden. Das sind Sie. Was? Das kann ich gar nicht glauben. Ja, wir haben Ihre Werte hier in der Klinik und konnten diese vergleichen. Herr Krause, Sie kämen als Spender für Herrn Elsen in Frage.
Und Frau Elsner könnte für Sie spenden. Aber das ist doch in Deutschland nicht möglich. Das ist eine Frage der Gesetzesauslegung. Sicher ein langer Weg durch die Instanzen, aber einer muss ja den Anfang wagen. Allerdings brauche ich dafür Ihr aller Einverständnis. Natürlich. Heidrun. Einverstanden. Danke. So, ich hätte gern... Jetzt weiß ich, was du meinst mit der Hauswegen, Hank Chief. Warum redet ihr nicht mal vernünftig miteinander? Ja, wie denn? Soll ich hier etwa nachlaufen? Eine Möglichkeit. Ich lasse mich von Charlotte nicht emotional erpressen. Ach, sei nicht so hart. Sie macht es einem wirklich nicht leicht. Achim, setz dich. Na komm, kriegst was ab. Ich weiß nicht, wie ich an deiner Stelle gehandelt hätte. Ich hätte es dir nicht verdenken können, wenn du abgelehnt hättest. Danke. Aber Karl, meine Niere bekommt doch Ella Krause. Und du bekommst die von ihrem Mann. Heidrun, was bedeutet ich dir doch? Wenn du auf diese Frage keine Antwort weißt. Ich glaube, ich habe Sie unterschätzt. Die Kommission wird demnächst tagen, um einen anderen Fall zu besprechen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Ich werde den Mitgliedern ihre Unterlagen rechtzeitig zukommen lassen, damit wir diese Angelegenheit am gleichen Termin mit berücksichtigen können. Ich weiß das zu schätzen. Vielen Dank. Ich sehe aber wenig Chancen für Sie, Herr Kollege. Schönen Tag noch. Hallo, Papa. Ja, was machst du denn hier? Ich wollte mal nach dem Rechten sehen. Ach, das passt mir heute aber gar nicht. Ich habe noch so viel zu tun. Na, sag mal, willst du mich loswerden? Ja. Keine Chance. Abend, Charlotte. Hallo, Pia. So, jetzt erzähl mal, wie geht's dir? Wie soll's mir schon gehen? Gut. Friedrich, denkst du an die gekochten Eier? Schlecht. Was Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Papa, denk an dein Herz. Aber ich kann doch Charlotte mit der ganzen Arbeit nicht alleine lassen. Hallo, Pia. Ah, hallo, Achim. Hm. Friedrich, komm. Komm. So schlimm hatte ich es mir nicht vorgestellt. Das kleinste Boulevardtheater, ich weiß. Was meinst du? Vielleicht sollte ich das Ganze lieber abblasen. Ach, um Gottes Willen, sie beruhigt sich schon wieder. Vielleicht bin ich ja wirklich so egoistisch, wie Roland sagt. Wann hast du deinen Dialysetermin? Am frühen Nachmittag. Wer weiß, wie oft ich hierher noch zur Blutwäsche kommen muss. Wir können nur gewinnen. Du hast es verdient. Wie spät ist es? Kommt ganz bestimmt Ella. Frau Elsner hält ihr Wort. Siehst du? Entschuldigen Sie die Verspätung. Frau Elsner, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Danken Sie mir. Danken Sie Ihrem Mann. Wollen wir? Ja. Diese Kommission untersucht von Rechts wegen sämtliche Fragen, die sich aus einer Lebendorganspende ergeben. Wie ist der Entschluss zu dieser Organspende entstanden? Ist das Organ Gegenstand verbotenen Handeltreibens nach § 17 des Transplantationsgesetzes? Verbotenen Handeltreibens? Das trifft auf unseren Fall gar nicht zu. Herr Krause, bitte, das ist die normale Verfahrensweise. Kern unserer Untersuchung ist die Frage, besteht zwischen Spenderin und Patientin eine verwandtschaftliche oder in besonderer Verbundenheit persönliche Beziehung? Im vorliegenden Fall ist die Kommission zu folgendem Ergebnis gekommen. Aufgrund der Befragung haben wir keine im Sinne des Gesetzes emotionale Bindung zwischen der Spenderin Heidrun Elsner und der Patientin Ella Krause feststellen können. Ebenso konnten wir keine besondere Bindung zwischen dem Spender Horst Krause und dem Patienten Karl Elsner, hier vertreten durch Professor Gernot Simoni, erkennen. Eine in besonderer Verbundenheit persönliche Beziehung im Sinne des Transplantationsgesetzes § 8 Absatz 1 Satz 2 konnte demnach in beiden Fällen nicht nachgewiesen werden. Es ist auch wenig glaubhaft, dass die Beteiligten aus reiner Selbstlosigkeit handeln. Ein klarer Fall von Tauschhandel liegt vor, eine Niere gegen die andere. Wie können Sie so etwas behaupten?
Die Kommission kann demzufolge keine Empfehlung aussprechen. Die Anträge auf eine Lebensspende sind hiermit abgelehnt. Gestatten Sie mir bitte eine Schlussbemerkung. Wie auch immer diese Kommission heute und hier entschieden hat, wann das Gesetz zugunsten der Patienten geändert wird, ist nur eine Frage der Zeit. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ihr wart in Justitias Ohr, Herr Kollege. Ich habe Ihnen falsche Hoffnungen gemacht. Das ist nicht Ihre Schuld, Sie haben alles versucht. Ella, ich hätte es Ihnen so sehr gewünscht. Für ihn auch. Ich glaube, ich würde es Karl selber sagen. Hier ist was drin, klingt ganz gut. Drei Zimmer, Bad, Küche. Wer soll das bezahlen? Zwei Zimmer müssen reichen. Was soll denn aus unserem Büro werden? Vielleicht geben wir die Catering-Firma auf. Das wäre sowieso das Beste. Wächst uns alles über den Kopf. Wie konnte Achim uns das nur antun? Charlotte, früher oder später musste das so passieren. Aber ich habe immer gehofft, dass wir zusammenbleiben. So klein war er, als ich ihn das erste Mal in den Armen hielt. Ein richtiges Küken. Ja, aus dem Küken ist ein Hahn geworden. Red doch keinen Unsinn. Achim ist ein erwachsener Mann. Das habe ich doch gesagt. Und seine Wäsche kann er sich in Zukunft selber waschen. Bin doch kein Kindermädchen. So gefällst du mir. Wie hat Professor Barlach entschieden? Negativ. Sollte wohl nicht sein. Menotransplant hat sich gemeldet. Sie haben eine passende Niere für Frau Krause. Wir können heute noch operieren. Na, dann gibt es wenigstens Hoffnung für einen... Barbara! Ja? Verbinden Sie mich bitte mit dem Ehepaar Krause. Ach, die habe ich, glaube ich, eben auf dem Flur gesehen. Ja, Sie möchten sofort zu mir kommen. Ja. Komisch, irgendwie macht es mir nicht mehr so viel aus. Karl, früher oder später wirst du eine Nierenspende bekommen. Ach, das ist jetzt zweitrangig. Und deine Unabhängigkeit? Ist sie dir jetzt auch nicht mehr so wichtig? Doch, aber sie ist nicht alles. Weißt du, irgendwo hattest du recht. Ich habe dich übersehen. Am Ende gab es nur noch mich und das ist keine Basis für eine Beziehung. Karl, ich glaube, wir beide haben Fehler gemacht. Dann gibt's noch eine Chance. Nehmen Sie Platz. Ich möchte Ihnen etwas mitteilen. Wir haben eine Spenderniere für Sie. Ich dachte, wegen der Überkreuzspende... Aber Sie stehen immer noch auf der Liste. Das ist ja wundervoll. Ella. Das geht mir alles viel zu schnell. Ich verstehe Sie sehr, Frau Krause, aber... Wir können nicht warten. Wir müssen Menotransplant... Seit Jahren darauf. Ihr Mann hat recht. Wenn wir jetzt absagen, dann... Aber was wird mit Herrn Elsen? Ich schätze Ihr Verantwortungsgefühl sehr. Herr Elsner ist ein Freund von mir. Aber Sie können das eine nicht mit dem anderen aufwägen. Gut. Einverstanden. Hallo, Achim. Na, Lust auf einen Kaffee zwischendurch? Danke, aber ich habe wenig Zeit. Roland ist neulich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Willst du dich jetzt für ihn entschuldigen? Nein, das war nur eine Feststellung. Naja, wo du recht hast, hast du recht. Wir müssen uns auch erst mal an den Gedanken gewöhnen. Du, es war so praktisch, Friedrich in deiner Obhut zu wissen. Ach, wir werden schon eine Lösung finden. Klar. Wir geben ein Inserat auf, Villa zu verkaufen und ins Kleingedruckte schreiben wir, nettes, betagtes Pärchen als Inventar mit abzugeben. Aber nur in gute Hände. Also wenn ich damals bei meiner Haussuche so eine Anzeige gelesen hätte, ich hätte sofort zugeschlagen. Das ist mir nicht leicht gefallen. Das müssen Sie mir glauben. Sie haben genau die richtige Entscheidung getroffen. Ich freue mich wirklich sehr für Sie. Sie waren lange genug Dialysepatientin. Und Sie? Ich? Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. So wie Sie es auch all die Jahre hingekriegt haben.
Ich kann Sie dafür nur bewundern, Ella. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen beiden. Werden Sie mich besuchen? Natürlich. Alles Gute. Für einen Augenblick dachte ich, es ist genauso wie früher. Du hast vorhin meine Frage nicht beantwortet. Gibt es noch eine Chance? Willst du das denn? Wir hatten schöne Zeiten. Ja, ich will. Achim, ich will dir nur eins sagen. Du hast meinen Segen. Du hast schon so viel für uns getan. Charlotte, jetzt werd bitte nicht melodramatisch. Ich bin doch nicht aus der Welt. Friedrich und ich, wir werden schon ein Plätzchen für uns finden. Charlottchen. Hallo. 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 Passt mal auf, wir haben die Lösung. Papa, kommst du mal eben? Ja. Da kannst du dein Taschentuch wieder wegstecken. Wir haben euch einen Vorschlag zu machen. Roland und ich, wir kaufen das Haus. Ist das euer Ernst? Na, wenn es für euch in Ordnung ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr drin wohnen bleiben. Würdet ihr uns denn nehmen? Charlotte, jetzt zier dich doch nicht so. Unter einer Bedingung, wenn Achim mir einen guten Preis macht, da besteht noch Verhandlungsbedarf. Ansonsten doch eine super Idee. Charlotte, was sind die Engel immer bei uns? Ja, dann. Da was stehst du noch rum? Hol Sekt zum Anstoßen. Aber nicht, dass ihr denkt, ich mache euch das Kindermädchen.